Hallo liebe Musikantenfreunde, ich bin jetzt hier in Marburg bei der Firma Meyer. Das ist die Vertretung wohl für unsere Korg Keyboards und treffe mich heute mit Jürgen Sartorius. Er hat mir versprochen, sich etwas Zeit zu nehmen für ein Gespräch und er wird mir auch die Firma zeigen, da wo unsere Keyboards herkommen. Ich bin schon ganz gespannt. Das Gebäude ist schon sehr beeindruckend. So, und gleich hoffe ich, kommt auch Jürgen. Morgen, genau. Guten Morgen, Jürgen. Grüß dich. Hallo. Na, gute Fahrt gehabt? Mit Maske, ja, bestens. Ausgezeichnet. Schön dich zu sehen hier. Herzlich willkommen. Hi, Schatz. Ja, liebe Musikanten, ich sitze jetzt hier mit Jürgen Sartorius in den heiligen Hallen der Firma Meyer oder Korg. Das erklärt uns der Jürgen. Aber zunächst einmal, lieber Jürgen, ein ganz herzliches Dankeschön, dass du die Zeit gefunden hast, dich mit mir etwas zu unterhalten, mir die Firma zu zeigen. Ganz herzlichen Dank, dass ich kommen durfte. Ich freue mich über deinen Besuch, Alois, und willkommen in meinem neuen Zuhause hier in Marburg. Und ja, ich fühle mich sehr wohl hier und ich bin ja auch schon seit, ich weiß nicht, ob du es weißt, bestimmt schon seit 18 Jahren hier für die Firma tätig. Okay. Das heißt, länger dabei als so der ein oder andere Mitarbeiter von Korg. Ne? Aber da kommen wir später, da nochmal bestimmt zu. Jetzt habe ich gestern mal so im Internet ein bisschen recherchiert. Da heißt es erst die Firma Meyer. Ich würde jetzt langläufig sagen, wir sind bei der Firma Korg. Mhm. Kannst du uns das mal erklären, wie das jetzt hier zusammenhängt? Was macht die Firma Meyer oder Korg? Also Musik Meyer ist eine Tradition, ein Familienunternehmen schon seit Jahrzehnten und ist eine der größten deutschen Vertriebsgesellschaften für Musikinstrumente. Jetzt in der neuen Zeit sagt man eher Distribution, also man nutzt die internationalen Begriffe, weil wir auch für Österreich und Schweiz und auch für Benelux zuständig sind mit den ganzen Musikinstrumenten, die wir dorthin vertreiben. Und Musik Meyer ist unterteilt in verschiedene Abteilungen. Ja. Die nennen sich dann jetzt neu Brand Units, also Brand, die ganzen Markennamen. Wobei jetzt ich jetzt bei Korg & Moor in dem Team bin. Dann gibt es noch Artist Music. Die einen machen, was weiß ich, Korg, die anderen machen Lackgitarren oder Heckstrom-Gitarren. Ja. Dann gibt es noch hohe Akkordeon und so. Und wir vertreiben eigentlich alles an Musikinstrumenten, was es so gibt. Also Firma Meyer ist eigentlich eine Vertriebsgesellschaft. Vertriebsgesellschaft im herkömmlichen Sinn, genau. Hast du auch, ich sag mal, an der Entwicklung jetzt von Korggeräten, bist du da irgendwie in irgendeiner Form beteiligt? Oder bist du nur für den Vertrieb zuständig oder kannst du auch das ein oder andere Knöpfchen oder Funktion? Also, ich habe mir mal extra mal einen Zettel gemacht und zwar steht da drauf, was ich hier alles machen muss in der Firma. Und weil ich noch so neu bin, habe ich mir das mal alles aufgeschrieben und das ist nicht wenig. Ganz oben steht Schwerpunkt ACC-Produkte. Das sind natürlich die Entertainer-Keyboards und natürlich haben wir als Vertrieb ein bisschen Mitsprache, was die Entwicklung dieser Keyboards, die ja in Italien dann entwickelt werden, da haben wir ein bisschen Mitspracherecht. Und wie man ja auch aus der Vergangenheit schon weiß, auch der Dirk Lindemann und ich durften immer da aktiv dran teilnehmen. Das heißt, wir wurden auch schon mal gefragt, Mensch, wie seht ihr denn, welcher Knopf soll denn mal an welche Stelle? Wir sammeln dann viel Information von den ganzen Spielern und geben auch alles dann wieder an die Entwicklung weiter. Und dann kommt es auch schon mal vor, dass dann eine Funktion, dann ein neuer Knopf irgendwie im nächsten Keyboard entsteht, der sich da gewünscht wurde. Aber die Musikantgeschichte oder das Musikantpaket, das ist euer Kind, also deins oder das vom Dirk Lindemann? Wir haben ja vor vielen Jahren mal mit dem PA 500 angefangen und haben dort mal überlegt oder ausprobiert, wie wäre es denn wohl, wenn wir ein Keyboard entwickeln für den deutschsprachigen Raum. Mit Rhythmen und Styles für den deutschsprachigen Raum, mit einer deutschen Bezeichnung. Und damals das PA 500 kam also so gut an, dass man uns dann gestattete, aus den folgenden Top-Modellen dann auch wieder Musikantmodelle zu bauen. Okay. Das wird dann hier im Haus gemacht. Also wir bauen das nicht, aber wir geben halt die ganzen Ideen. Aber das entwickelst du auch, also bis hin zur, ich sag mal, Style-Programmierung? Ja, das weiß man ja mittlerweile. Ja. Ich programmiere da viele Styles auch und Sounds werden dann entwickelt. Aber alles natürlich, die Styles mache ich auch mit anderen Kollegen noch zusammen, genauso wie die Sounds. Und also das ganze Musikantprojekt ist dann halt unser Ding hier vom Korg-Vertrieb.
Und da hast du natürlich jetzt einen sehr guten Draht zu Dirk Lindemann, der in Cork, Italien. Der ist jetzt zum Hersteller gewechselt. Das ist eine super interessante Entwicklung. Und besser könnte man sich so einen Draht gar nicht vorstellen. Ne? Das heißt, der kurze Dienstweg, da gibt es tolle Kommunikation. Also was hier stattfindet, was dort stattfindet, ist wirklich, wirklich sehr, sehr aufregend. Ne? Und ich bin ja schon als Freiberufler seit fast 18 Jahren für die Firma tätig, fühle mich hier super zu Hause. Ich kenne ja schon jeden Raum, jeden Mitarbeiter nahezu und irgendwelche Abläufe hier in der Firma, als wäre ich nie weg gewesen. Ne? Ich fühle mich also super wohl hier. Okay. Ja, ich habe ja das noch im Zettel. Du hast mal gesagt, was ich denn so alles machen muss. Da geht es hier zum Beispiel Printmarketing, Prospekte, Magazine, Flyer, also sowas muss natürlich hier ausgedacht werden. Den Druck hinterher, natürlich unsere Grafik, die Grafikabteilung, die macht das alles schön. Aber ja. In erster Linie müssen wir natürlich überlegen, welche Produkte wollen wir bewerben. Also alles, was im weitesten Sinne mit Marketing zu tun hat. Ich will das gar nicht alles vorlesen. Wie interessant ist auch Endorser oder Künstlerbetreuung, zum Beispiel mal den Alois einladen, der ja unser Cork-Keywords wirklich toll findet. Ne, sowas zum Beispiel, Messevorbereitung muss man natürlich machen, dann auch Warenwirtschaftssysteme, was weiß ich, wenn es Sachen zu, man muss überlegen, welcher Künstler kann denn von uns mal, oder Künstler rufen bei uns an, wollen vielleicht ein Instrument zur Verfügung gestellt haben, dann entscheiden wir, der kriegt eins oder der nicht. Ne? Und ganz spannende, aufregende Tätigkeiten hier. Und ich habe noch keinen Tag entdeckt, wo irgendwie sich was wiederholt hat, wo es langweilig wird. Ich hoffe, es bleibt so. Ja, ich denke, im Moment ist es ja auch insofern spannend. Man hört von dem einen oder anderen Musikantenfreund, der zum Beispiel vom PA-1000 aufsteigen möchte zum PA-4X. Ich kriege das momentan nicht. Man hört überall von Lieferschwierigkeiten. Kriegt man dieses Keyboard noch? Gibt es da Lieferschwierigkeiten oder? Das ist ja in allen Branchen geradezu so. Überall, wo zum Beispiel, ist ja kein Geheimnis, diese Chips waren lange Zeit nicht lieferbar, jetzt sind sie lieferbar. Aber wir in der Musikbranche sind jetzt nicht die Priorität Nummer eins. Da wird erst die Automobilbranche beliefert. Dann sollte man nicht unterschätzen, hier diese Lieferkettenunterbrechung durch die wochenlange Zeit, wo der Suezkanal da zu war, bis das alles wieder anläuft, die Auswirkungen spüren wir jetzt erst. Ne? Und ich kann nur sagen, es dauert leider. Also Keyboards kriegt man noch? Da wäre jetzt eine neugierige Frage an den Fachmann, den Musiker Jürgen Sartorius. Wie siehst du denn die Zukunft dieser Arranger-Keyboards, also mit dem Begleitautomat? Glaubst du, dass noch in den nächsten Jahren Keyboards mit Begleitautomat gespielt werden oder kommen vielleicht sogar die Orgeln zurück oder wird es in 1, 2, 3, 4 Jahren nur noch Stage-Pianos geben? Wie siehst du so die Geschichte von den Keyboards mit Begleitautomat? Also erstmal würde ich mir wünschen, dass die Orgel zurückkäme. Ja. Das fände ich cool, weil ich komme ja selber von der Orgel, bin ja auf der Orgel groß geworden. Nee, ich glaube nicht, dass man aufhört, Arranger-Keyboard zu spielen. Es ist doch einfach cool, wenn man mit der linken Hand eine Band zur Verfügung hat, die auf das Spiel hört. Man kann dazu singen, man kann dazu spielen. Ich finde diese Einrichtung der Begleitautomatik einfach genial. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man sagt, nee, wir brauchen keine Begleitautomatik mehr. Es gibt viele Spieler, die sagen, ich spiele nur Piano, irgendwie Begleitautomatik ist uncool, aber ich kann nichts Uncooles daran feststellen. Okay. Es kommt ja nicht nur Walzer, Tango, Cha-Cha raus, sondern es gibt ja auch sehr, sehr coole Styles. Aber ich glaube, die Diskussion, die haben wir schon geführt. Ja, okay. Kommt. Ja, jetzt aber zu dir. Du bist ja jetzt aus dem Musikantenleben jetzt auf einmal plötzlich hier in einen großen Vertriebsbetrieb geraten. Wie sieht es mit deinen musikalischen Projekten aus? Hast du noch Zeit, überhaupt Musik zu machen? Nur ich glaube nicht, dass ich neue Projekte anfangen kann. Ich habe ja jetzt zur Pandemiezeit aus der Not geboren, war ja diese Geschichte mit dem Bollerwagen, die vielleicht schon durchs Netz mal gegangen ist, hat der eine oder andere bestimmt schon mal gesehen. Das führe ich noch fort, genau wie meine Partyband-Geschichte, aber dann konzentriert aufs Wochenende und nicht mehr jetzt die ganze Woche lang, weil da sitze ich ja dann im Büro oder auch im Homeoffice und habe mir da natürlich
jetzt ein neues Leben gestaltet. Mhm. Ist natürlich nach 30 Jahren Selbstständigkeit ganz schön aufregend. Okay. Früh aufstehen macht mir tatsächlich nichts aus. Ich habe gedacht, so früh aufstehen, das wäre irgendwie nichts, aber irgendwie schaffe ich das noch ganz gut, ja. Ja, aber Projekte, glaube ich, neue Projekte habe ich, glaube ich, keine Zeit. Mhm. Ich mache das, was jetzt da ist. Wie gesagt, Duo, Trio, Partyband und mein Bollerwagen, den kriege ich auch noch irgendwo unter am Wochenende. Aber Neues anfangen, nee, glaube ich nicht. Okay. Jürgen, wenn du noch etwas Zeit hättest, können wir dann gleich mal in die Firma mal reingucken, in die großen Hallen, die ich da sehe. Da sehe ich auch große LKWs und ja, Container. Können wir da mal reingucken? Große Lager, genau. Da gehen wir gleich mal gucken. Kannst du erst mal gucken, anschauen, wie. Es ist sehr eindrucksvoll, weil es ist sehr viel. Jürgen, dann sage ich an der Stelle schon mal ein herzliches Dankeschön nochmal für die Danke Zeit. Danke auch für deinen Besuch. Ja, es ist bis jetzt ganz toll. Ich bin mal gespannt, was mich gleich dann drüben in den Lagerhallen erwartet. Ja, wir staunen. Und dir persönlich natürlich alles Gute. Hier viel Erfolg, viel Freude bei dem neuen Job, den du hast. Ja. Und ich hoffe, dass wir uns bei irgendeiner Gelegenheit, vielleicht in Herdecke oder bei irgendeinem Keyboard-Treff in Erfurt, dass wir uns da nochmal sehen. Ja. Ja, und dann freue ich mich, dich da begrüßen zu dürfen. Darfst du natürlich gerne auch dann gerne an unseren Instrumenten spielen. Ist ja klar. Danke, danke. Okay, alles Gute. Und wir gehen jetzt mal in die Firma. Alles klar. Tschüss, bis nächstes Mal. So, wir sind jetzt hier im Heiligtum. Mit dabei der Jürgen und der Dominik. Hallo. Wo sind wir jetzt hier, Jürgen? Naja, in der großen Halle, wo alle Produkte und alle Keyboards, vor allem auch unsere Pianos und unsere Entertainer-Keyboards, gelagert werden, wo die reinkommen, wo die an die weiter versendet werden. Überhaupt alle Produkte, die bei Musikmeier vertrieben werden, die finden wir jetzt hier in diesen Hochregallagern. Sind noch einige Keyboards im Vorrat? Da haben wir noch ein paar, ja. Ja, jetzt sind wir hier am sogenannten Eventlager. Hier sind die ganzen Sachen gelagert, die wir für die ganzen Messen brauchen. Und wenn wir auf die Workshop-Tour gehen und dann, was weiß ich, Lampenstative, Kabel und ja, das lagert alles hier und ist auch hoffentlich bald wieder im Einsatz. Ne? Dominik, was ist oben in dem großen Karton drin? Da dürfte ein Kontrabass drin sein, würde ich mal vermuten. Also es gibt bei euch auch einen Kontrabass? Bei uns gibt es auch einen Kontrabass, wenn man den möchte, ja. Jürgen, das ist die Verwaltung. Das Ganze ist die Verwaltung hier. Ja. Alles, was du siehst. Ganz genau. Verwaltung, Lager auf der anderen Seite,